Ja, einen wunderschönen guten Tag euch allen da draußen. Ich bin's, der Bernie von Airsoft Desire und heute zu einem kurzen Infovideo. Ich weiß ja nicht, ob ihr es jetzt alle schon mitbekommen habt. Auf jeden Fall besitze ich mittlerweile eine eigene Facebook-Seite. Diese wird dann ja natürlich öffentlich gemacht, ist sie auch schon längst. Ja, mittlerweile haben sie auch schon einige entdeckt. Also ich werde euch hier mal in der Seite ein kleines Video nebenbei einlaufen lassen, damit ihr mal seht, um was es dort überhaupt geht. Dort werdet ihr auch immer auf dem Laufenden gehalten, was denn jetzt mit der Facebook-Seite am Laufen ist, wann die neuen Videos kommen, warum ich derzeit keine Videos machen kann, ja, weil es zeitliche Probleme sind etc. pp. Das erfahrt ihr dann alles da. Ja, mittlerweile werden mir auch Bilder geschickt von einigen Waffen von ja, meinen Zuschauern. Das hat mich natürlich sehr gefreut und ich würde euch auch darum bitten oder ja, ihr könnt mir auch gerne eure Sachen schicken, dann werde ich das Foto dort veröffentlichen mit eurem Namen oder auch nicht. Das könnt ihr mir dann dazu schreiben, ob ihr das wollt. Natürlich würde ich mich auch über Ausrüstungsbilder von euch freuen, weil ja natürlich, also vielleicht könnt ihr anderen Leuten, die gerade mit Airsoft anfangen, Inspiration geben. Ja, also wäre auf jeden Fall sehr freundlich von euch, wenn ihr mich in dieser Richtung etwas unterstützen könntet oder euch die Facebook-Seite an sich einfach nur mal anschaut und ja, dort werdet ihr auch immer, wie gesagt, auf dem Laufenden gehalten. Dort werden die Videos veröffentlicht, auch Bilder veröffentlicht. Alles veröffentlicht eigentlich, was so wichtig ist. Und ja, das war es eigentlich schon zu diesem kurzen Video heute. 1. September. Ja, schon wieder fast vorbei. Erstaunlich, wie schnell 9 Monate vergangen sind oder 8 Monate, je nachdem. Ja, der 9. vergeht ja jetzt auch bestimmt wieder recht schnell. Ja, ich will euch jetzt hier auch gar nicht zutexten mit irgendwelchen Sachen, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Also in diesem Sinne würde ich mich dann verabschieden und macht es gut.